Brandner erweitert zur Agritechniker 2023 sein Steuerportfolio nach oben. Wir konnten einen Prototyp testen. Landwirt Praxistest. Bislang vertreibt Brandner Streuer mit bis zu 12 Tonnen Gesamtgewicht. Jetzt kommen drei Typen von 18 bis 24 Tonnen dazu. Sie sind mit dem neuen Streuwerk Powerspread Pro Plus ausgestattet. Für einen Prototypentest stellte uns Brandner ein Fahrzeug mit einem Ladevolumen von 21,1 Kubikmeter und 22 Tonnen Gesamtgewicht zur Verfügung. Wir haben damit Kompost, Kalk und Stallmist mit unterschiedlichem Strohanteil ausgebracht. Der Anbau an den Traktor ist einfach. In unserem Fall war die V-förmige Deichsel für die Untenanhängung ausgerichtet. Dreht man sie um 180 Grad, ist auch eine Obenanhängung möglich. Optional ist eine hydraulische Deichselfederung erhältlich. In der Deichsel und im Fahrwerksrahmen integriert liegt die mit 45 mm auffallend stark dimensionierte, mehrfach gelagerte Antriebswelle. Das Fahrwerk und der Maschinenaufbau des neuen Streuers haben jeweils einen eigenen Rahmen. Dadurch kann Brandner Synergien zu anderen Fahrzeugen nutzen und auch nachträglich das Fahrwerk tauschen. Der Aufbau besteht aus einer Mulde mit geschraubten Seitenwänden. Diese sind gegenüber herkömmlichen Streuern doppelt so stark ausgeführt und ergeben eine verbindungssteife Konstruktion. Auch beim Lackieren und in der Montage hat der Bausatz Vorteile. Die Einzelteile können mittels kathodischer Tauchlackierung grundiert und danach pulverbeschichtet werden. Die Bordwände sind 1,20 Meter hoch. Mit Aufsatzwänden lässt sich das Ladevolumen vergrößern. Den oberen Abschluss bildet eine Verschleißleiste aus Kunststoff. Die konische Muldenform wird nach hinten breiter. So befördert der Kratzboden auch leichteren Pferde- oder Laufstallmist mit hohem Strohanteil sicher nach hinten. Auch beim Streuen von Feuchtkalk hat dieser Wandaufbau Vorteile. Es klebt nichts fest. Der Kratzboden wird von einem Ölmotor mit Vorschubgetriebe angetrieben. Serienmäßig sind Rundstahlketten verbaut. Die Taschenräder mit 6 Sternen sollen die Ketten weniger knicken und verschleißen. Der Rücklauf des Kratzbodens erfolgt über Kunststoffschienen. Serienmäßig sind die Streuer mit einem Hydraulikblock für Load Sensing und einer maximalen Durchflussmenge von 65 Litern pro Minute ausgestattet. Vom Traktor her wird der Ölstrom proportional auf den Kratzbodenantrieb und auf das Öffnen der Stauwand und der Abdeckhaube aufgeteilt. Das Streuwerk besteht aus 2 liegenden Walzen mit 650 mm Durchmesser. Darunter liegen 2 Streuteller mit jeweils 6 verstellbaren Streuschaufeln. Das Streubild und die Wurfweite kann der Fahrer verändern. Unsere Testfahrer sind mit dem Brandner Universalstreuer gerne gefahren. Trotz Prototyp-Status tauchten keine nennenswerten Probleme auf. Viel Lob gab es für die durchgehend massive Bauweise und das saubere Streubild. Stabilität und Genauigkeit haben aber ihren Preis. Mit einem Listenpreis ab netto knapp 91.000 Euro zählt der Streuer auch in diesem Punkt zur Oberliga.